Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther und wir befinden uns in Battlefield 4 und ich möchte euch mal zwei Easter Eggs zeigen. Das Ganze wurde auf der Community-Seite veröffentlicht, ne? Soweit ich das jetzt weiß. Wir landen jetzt erstmal bei dem ersten Knopf, denn es gibt zwei Knöpfe, die muss man zeitgleich drücken. Alex, bleib mal bitte als Schütze in dem Hubschrauber, damit der nicht einen Abgang macht. Jo. So. Hier unten seht ihr jetzt ein... Warte mal, ich gehe mal hier drauf. Da seht ihr jetzt das Knöpfchen. Und da direkt über meinem Visier sieht man den Kopf von dem... Dinosaurier und rechts und links sind so Bäume. Das ist schwer zu sehen von hier. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen. Gucken wir mal, ob man es besser sieht hier. Nee, von hier sieht man es gar nicht. Wie schön. Versuch mal hier runter zu laufen. Ja. Nee. Doch, da unten so ein bisschen sieht man es. Noch ein bisschen zurück. Doch, da sieht man es. Da ist jetzt dieser Kopf von dem Dinosaurier und rechts und links sind so Bäume. So, wir sprengen das jetzt mal hier weg. Vorsicht mal. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun sonst. Genau. Und jetzt kann man ganz nah hier dran runterspringen. Knapp daneben ist auch vorbei. Dann versucht ihr es mal. Nee, Stanny? Ich mach mal für dich Licht an, dass du es besser sehen kannst. Nein! Das war wohl nix, der Satz mit X. Das heißt, wir müssen nochmal nach oben. Baboom! Versuchen wir es nochmal. Jo, ich bin drauf. So, jetzt sieht man es ganz genau hier. Da ist dieser T-Rex-Kopf. Da sind die Bäume. Und da muss man dann mit E drauf drücken. So, aber ich will ja dann woanders hin. Von daher muss jetzt von euch einer es schaffen. Ah, knapp. Na gut, ihr könnt das ja derweil mal versuchen. Ja, drauf. Perfekt. So, Stanny ist jetzt schon beim ersten Point. Rippchen, komm. Jo. Wir fliegen jetzt zum nächsten. Well. Ich habe ein bisschen was getrunken. Well. So, und hier müssen wir auf den Bagger drauf. Hm, da steht ja schon einer drauf. Bin mit dem Quad hochgesprungen. Also. Dann lande ich mal ganz entspannt. Alle ab. Alle ab. Genau, und hier ist der zweite Knopf. Wenn man da nah genug dran geht, sich hinlegt. Ja. Jetzt kann man dann da drücken. So, und jetzt fliegen wir mal zu dem Punkt, wo man das Ganze dann auch hören kann. Und da müsst ihr auf den Berg bei D. Steigen. Und dann rennen wir jetzt hier hoch
auf dem Berg, sodass man D im Rücken hat. Und dann dürften wir theoretisch gleich das erste Easter Egg erleben. Und das findet da statt. Jetzt mache ich mal den Ton ein bisschen lauter. So, na dann. Ich zähle runter und dann klickt ihr beiden mal. Die müssen das nämlich wirklich zeitgleich machen. 3, 2, 1. Gesehen. Das war schon mal so die erste Reaktion. Jetzt sind wir auf der Map Paracel Storm und auch hier soll es ein Easter Egg geben. Und als erste, was wir entdeckt haben, ist, wenn man hier auf diesem abgebrochenen Schiff ist und wir tauchen, dann sieht man hier dieses Herz. Pechel. Das ist schon mal der eine Hinweis. Und der nächste folgt zugleich. Aber das geht wahrscheinlich dann erst, wenn der Sturm losgeht. Da müssen wir noch so den ein oder andere Ticket müssen wir noch abwarten. Wir haben jetzt den zweiten Hinweis hier gefunden. Und zwar seht ihr hier die Kiste. Und da steht ein Datum drauf. 1.9.81. Gib das mal bei Google ein. So, wir schmeißen jetzt mal ein bisschen C4 hier vorne aufs schöne Bötchen. Und jetzt sprengen wir da hinten das Windrad, damit das Schiff loskommt. Wenn uns nicht vorher der Megalodon frisst. Megalodon ist übrigens ein urzeitlicher Hai. Der soll so groß sein wie ein Wal. Oh mein Gott, Hilfe. Ich glaube, wir werden schon angeknabbert von dem Vieh. Ich glaube, wir hätten eher, glaube ich, hier dran das Zeug schmeißen sollen, oder? Ja, wir vielleicht. Ah, wir gucken mal, wir probieren es mal. Also, ich bin tot. Ich nicht. Aber das blöde Vieh steht immer noch, oder? Ja. Nee, der fällt nachher von alleine um, wenn genug Punkte drum sind, glaube ich. Ich bin der Meinung, das muss man wirklich kaputt machen. Echt jetzt? Ich glaube ja. Na dann. Ja, jetzt kippt's, glaube ich, oder? Ne, es ist nur der Seegang. Oder? Keine Ahnung. Ich komme jetzt mal nachhelfen. Bitte. Doch, das Boot schwappt schon so ein bisschen hin und her, das Boot. Okay. Ja, und das Windrad bewegt sich auch leicht. Oh, ich habe gerade drauf geschossen und das verursacht Treffer. Uah, jetzt. Ich bin genau da unter. Oh, das tut mir aber leid. Nicht. So einsteigen. Da kommt das Boot. Da kommt das Boot. Steig ein. Das Boot kommt. Boot kommt. Mal gucken, wer schneller ist. Ich oder das Boot. Ganz schön schnell. Das ist echt schnell. Schon richtig Turbo-Gas geben. Da sitzt doch noch einer drinne. Oh mein Gott. Lassen wir nicht mal anlegen. Ja, der Captain sollte auf jeden Fall noch mal seinen Schein machen, ey. Die Runde ist gleich zu Ende. Ja. Was? Die Runde ist zu Ende? Never ever, nein! Wie komme ich jetzt da oben drauf? Das ist die Frage.
gar nicht mehr. Vorne, hier vorne gab's eine Leiter. Auf dem Schiff soll man noch einen Hinweis finden. Also das ist aber gar nicht so einfach. Ne? Also da wir eben eine Privatrunde gemacht haben, ist die dann schnell zu Ende. Aber es gibt noch etwas. Und zwar, wenn ihr hier bei euch auf Bestenlisten geht, dann scrollt ihr ganz nach unten und dann habt ihr hier unten einen Totenkopf. Und wenn du da drauf klickst, dann passiert dieses hier. Und da muss man jetzt einen Sicherheitscode eingeben. Der verlangt jetzt einen Sicherheitscode. Und da gebt ihr mal ein Bump in the Night. Return. Und ab geht's. Warte bitte auf weitere Anweisungen. So, genau. Dann kann man das hier wieder wegklicken. Und jetzt. Danach geht ihr auf euren Soldaten. Dann geht ihr auf Aufträge. Dann scrollt ihr mal ein bisschen nach unten. Und dann hat sich das hier getan. Phantom-Anwärter. Und da müsst ihr dann halt erfüllen, erziele 200 Kills mit Sturmgewehren, erziele 100 Kills mit Kampfpanzern, erziele einen Kopftreffer aus 300 Meter. Und dann bekommt ihr halt das Dogtag Phantom Programm. Na denn, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig auf die ganze Geschichte machen und ihr habt Bock, das mal so ein bisschen zu verfolgen. Ich bin mal gespannt, wann sich das zweite Easter Egg komplett auflöst. Da gibt es, glaube ich, noch mehr Hinweise. Jo, wie gedacht, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Lasst einen Daumen nach oben oder nach unten. Und schreibt, wie gesagt, mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Haut's darin. Tschüss.